Es hat ein Mann eine Idee. Seit Jahren findet er, es müsse etwas geschehen. Er sagt, da müsse doch etwas gehen. Das können wir nicht so lassen. Wir müssen ein neues Gesetz haben. Er schaut, was er da tun kann. Schreibt eine Liste, was er alles muss. Er formuliert und merkt schon gleich, dass noch nicht das Geld vom Ei kann sein. Und er zieht Experten bei. Er fragt den Professor um Rat. Will ich wissen, wie so etwas geht? Ein Gesetz sagt, er sei kompliziert. Holt sich Hilfe und schon sind's zu viert. Und das Grüppli expandiert. Ein Beraterstab ergänzt das Team. Aus Politik, Jurisprudenz und eben im. Jeder bringt Interesse rein, dass jeder zufrieden könnte sein. Und dann reicht die Vorlage ein. Dort geht's durch die Mühlen vom Staat. Man klärt dort ab, ob so auch wirklich geht. Nach 4 Jahren kommt's schliesslich zustande. Und die Frage bewegt schon bald das ganze Land. Und dann hat's Volk in der Hand. Die Parteien fassen den Entschluss. Die meisten finden das Gesetz ein Riesenstuss. Sie empfehlen, stimmen nein. Sonst sei Wohlstand bald vorbei. Vorteil gäb's schlussendlich kein. Nur wenig halten viel davon. Drum ist die Kampagne nie in Gänge gekommen. Ein Komitee fällt halt am Ende. Eine Stange Geld und Exponent, wo den nötigen Charme auch haben. Jetzt folgt der lange Marathon durch alle Medien von der Nation. Man merkt schon gleich, das wird noch gech. Ein Gesetz zu erklären ist ziemlich zäh. Und was alles am Bürger brech. Am Sonntag ist es dann so weit. Es folgt für ihn die lang ersehnte Zeit. Die Strasse geschmückt mit viel Plakat. Daheim ein Heft vom Bundesrat. Die Stimmlokal sind all parat. Es zeigt sich bald schon mal der Trend, dass die meisten nicht stimmen sind. Und die anderen wie die Partei sagen deutsch und deutlich nein. Und gehen dann wieder heim. 5 Jahre von seinem Leben sind vorbei. Bleiben ist ein dunkelgrauer Schein. Er sagt sich, investierst wie ich. Dann heisst das noch nicht viel an sich. Aber versuchen kannst du ja gleich.